Nicht. Habe ich gesagt, dann bist du da am Sprinten, dann bist du wirklich Olympionik hier. Einfach durch, durch, durch. Okay, also es gibt halt viele von diesen Tränken, die halt einfach Müll sind, aber ein So, paar davon. ja, das, am besten finde ich immer noch den Fluss 50 Gesundheit. Ja, mit Gesundheit und Ausdauer zusammen in Kombinationen kannst du halt Mein wirklich Argument ist ja durchdrehen. immer noch, die Tränke wären wichtig, sobald Surfer mit PvP kommen. Ja, werde ich aber nicht Ja, machen, aber PvP. ich will halt kein PvP machen. Ja. So, Ich schon. also ich will. Also ich probiere es auf jeden Fall aus, wenn das mal vorkommt. Als ob du Ich eine will Chance halt, hättest. dass das im PvE auch Hallo? sinnvoll ist. Ja, aber Das viele soll im Sachen sind, PvP schätze ich sinnvoll mal, sein. auch Es für gibt. P sind fast nur für PvP gemacht, vielen Spielen. Tränke benutzt du fast nur im PvP? Okay. Als ob das hier für PvP gemacht wird. Ja, Das nee. haben sie ganz am Anfang schon angekündigt, dass die Dedicated Surfer auf jeden Fall PvP werden. Was? Ja, kannst du ja auch jetzt schon machen, im Ding. Du kannst dich doch jetzt schon töten. Die haben Ja, gesagt, es aber. kommt nur jetzt noch nicht, weil das Spiel dafür noch nicht ausgereift ist. Die haben gesagt, es wird Open World Surfer geben, wo die ganze Map frei ist. Und das wären Surfer mit 40 bis 80. Je nachdem, das wissen sie noch nicht genau, wie sie die Performance hinkriegen. Wenn es Untersuche richtig gut klappt mit bis zu Spuren. 80 Leuten pro Surfer. Und das wird PvP, was denkst Wo du, was sind das denn die sonst ist? Spuren? Ja, das ist doch nur Money Grabbing und Ja, aber Leute bei müssen sie Laune doch. halten. Das, ja, aber das, genau das musst du. Es ist doch ein Konzern. Die müssen das Spiel so lange, wie es Ganz geht, am ruhig. Leben halten. Ganz ruhig, Puffy. Entspann dich. Ja, aber das Game ist einfach nicht dafür Das ausgelegt. willst Das du ist noch nicht. einfach. Die entwickeln doch noch nicht. Nein. Ich meine nicht vom, ob das jetzt, ob die das dafür aus, ob die das als Ziel haben oder nicht, sondern Leute, einfach vom Spieldesign her. ganz kurz, wo müssen wir hin? Ist keine Markierung. Hier in der Nähe soll irgendwelche Spuren sein oder was? Oder einfach geradeaus Ja. laufen? Haben wir die nicht schon? Nee. Finde die Spuren des Sandturms. Da Einfach ist es so hier nochmal. random auf der ganzen Karte oder was? Einfach mal laufen. Hier muss ja irgendwo was sein. Ja, manchmal geht's ja los, Anti. Manchmal geht's los, sag ich dir. Ich sehe das aus dem Punkt anders. Es kann ja jeder spielen, was er will dann. Schon, aber wie, du hast ja schon gesagt, du weißt, was ich meine. Es ist halt einfach so. Das Spiel ist kein Game, bei dem man großartig auf PvP gehen soll. Die sollten halt ihre Energie eigentlich in den PvE-Content stecken, in die geilen Missionen und nicht in irgendwelchen PvP-Performance oder was auch immer. Es ist halt einfach, Warum das macht bei? Spiele kaputt. Kannst doch beides machen. Nein, das kostet ja so viel Energie, dass das vernünftig läuft im PvP. Die alleine. Also ich finde, Chat, dass die Sachen zum Schießen sind schon sehr, sehr geil gemacht. Ich bin zwar kein PvP-Fan, aber ich kann mir gut vorstellen, ich habe das ja schon von DayZ so ein bisschen abgeschaut auch, dass man die Waffen, alles, die Bögen schon geil im PvP nutzen könnte. Why not? So, und das meine ich mit, da sollen sie lieber die Energie in gute Missionen oder sonstigem stecken. Ich verstehe, was du meinst, aber tatsächlich war das eine der meistgefragten Fragen am Anfang, als das Game vorgestellt Aber wurde. ja, das ist wieder Kommt PvP? die dumme Masse, weil ich weiß nicht, warum so viele Leute immer nach PvP schreien in Games, die einfach nicht dafür ausgelegt sind. Dann sollen sie doch irgendwie COD oder sonst was spielen, wo es Ja, aber der eindeutig ein PvP-Game ist und PvP nicht ein Survival-Game, wo es um Missionen und irgendwelche Story geht und dann wollen sie PvP haben. Also das geht in meinen Kopf nicht rein. Das ist einfach so ein. Ach, nee. Leute wollen sich doch immer messen und auf die Schnauze Das hauen, kannst du egal als wo. Gimmick einführen, dass du das halt machen kannst, so irgendwie, aber nicht die großen PvP-Server oder was auch immer. Also so als Aber hier, Gimmick und so sagen, Zero. ja, ihr könnt das machen, das ist wunderbar. Zero, du weißt doch, dass hier, dass wir die Schnauze hauen will und Penis vergleichen und sowas. Wenn die den Server rauskommen, müssen sich hier die Spieler wirklich nicht mehr so viel darum kümmern. Dann können auch die Serverbetreiber da so ein bisschen rumfummeln und dann denen Genau, und Feedback wenn dann geben. noch Und dann sind die ein Ressourcen nicht Workshop mehr ganz eingeführt. so, nicht mehr ganz Genau, so wenn dann noch ein schlimm. Workshop kommt mit Mods und allem. Gerade die Dann haben Modder-Community die nimmt Zeit. denen so viel Arbeit ab. Was Ich denkst du, bin wie viel Arg von ihren Moddern übernommen hat, weil die so auch einen kein guten Job. PvP-Fan. Ich würde nie PvP spielen, hier so ein spielen, aber Aber ich Mods weiß, und Co. dass und sowas halt Arbeit, den das hat Leuten ja bei nichts mit. Laune halt so ist. Aber Leute. Mods und Co. und Arbeit abnehmen, das hat ja nichts mit irgendwelchen, mit dem PvP zu tun. Ich denke, das Hauptargument, aber warum sie es, glaube ich, schon von Anfang an dann gesagt haben,
Ich glaube, ganz am Anfang wollten sie es wirklich nicht. Das ist einfach nur, weil die dumme Masse danach schreit, weil Leute, die... Und die Masse bringt das Geld. Ja, aber es ist halt einfach... Es ist... Das passt einfach nicht. Es ist nicht... Es ist einfach eine Ressourcenverschwendung. Guck dir das Game... gutes Studio bewältigt beides. Guck dir das Game an, das ist einfach... Also, wer da sagt PvP, das ist einfach lost. Also wirklich, komplett. Von vorne aber bis hinten lost. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, wo ich mir die ganzen, was man craften kann, alles angeguckt habe, war mein erster Gedanke, uff, das Spiel hat so viel Potenzial für PvP. Müssen wir jetzt echt planlos in der Wüste suchen oder einfach gerade auslaufen? Das ist gar kein Punkt. Ich renne gerade hier rum und suche einfach nur alles an. Ich dachte vielleicht in dem Punkt, wo wir hin müssen, war vielleicht irgendwas so eine Spur, in der wir folgen kann auf dem Boden. Wir haben jetzt aber der Punkt ist ja weg. Genau, und ich dachte, von da sind Spuren auf dem Boden vielleicht irgendwie. Habt ihr das gesehen? So ein bisschen irgendwas halt, aber wir haben ja gerade über... die Spuren F. Aber die Spuren haben wir scheinbar gefunden, siehst du das? Irgendjemand muss die gefunden haben. Wir haben nur nicht F gedrückt. Ja. Können wir jetzt zurückgehen? Weiß jemand, wo der Punkt war? Deswegen wollte ich hier ja kurz stoppen mit deinem PvP-Ding. Hä, aber wo war denn? Ist irgendjemand über irgendwas drüber gelaufen? Ja, irgendwo war was am Boden bestimmt, irgendwie so im Sand oder so ein Scheiß. Ich war nicht vorne. Ich war hinten. Der Punkt war doch hier ungefähr, oder? Der war doch vor dem Durchgang. Echt Zong, Mittagsschlaf? Okay, okay. Und jetzt soll uns viele PvP verraten, dass wir die Mission vergessen haben. Hä, was ist mit dem? Das wer will, kann halt die Story spielen und wer Bock hat. Die Dedicated Server machen halt sonst gar keinen Sinn ohne PvP. Ja, für den PvE-Baumodus. Schon geil, wenn man schon bauen kann. Das wird da ewig onbleiben und stabil bleiben. Das wäre schon cool. So ein bisschen bauen, die Welt entdecken, ein bisschen paar PvE-Events rein, so Elite, so immer wieder ein paar Würmer, Elite-Viecher. So ein bisschen arg ähnlich halt. Und dass du es auch, hey, ich meine, vielleicht übertreibe ich ein bisschen, aber so, dass du so täglich so Quests kriegst. Hier ist ein Umgang. Töte 5 Würmer oder so. Ja, sehe ich absolut null. Gar nicht. Gar nicht? Null. Ja, aber wie willst du PvE am Laufen halten? Auf Dedicated Server. Irgendwelche Aufgaben musst du doch haben. Nur bauen, irgendwann alles gebaut haben, hast du in der Woche alles. Ich verstehe überhaupt nicht, warum es Dedicated Server geben soll. Als ich das gehört habe, war mir so, hä, warum? Also. Ja, wird es aber geben. Für das später. Deswegen, wie hält man die Leute PvE am Laufen? Halt, ich weiß nicht, ein gutes Beispiel dafür ist einfach Fortnite. Da hat es zufällig gepasst, weil das Game einfach irgendwie eine Nische getroffen hat. So. Und das Game auch noch performance-technisch mit allem drum und dran gut dafür ausgelegt war. Aber. Ah, hier, ich hab's gefunden. Hier ist es. Es ist halt einfach. Hier ist so eine riesen. Soll ich kurz Stream anmachen, dann kannst du es sehen. Na, ich seh's ja eh. Ich seh's, ich hab dich ja immer. Ja, ich hab immer dich. Hier ist so eine riesen Kriegsspur. Okay, ja, sowas dachte ich mir. Dann der müssen wir halt einfach folgen. Und hier drücke ich jetzt mal F. Genau. Perfekt, weiter geht's. Das war ja unsere Mission nicht aus. Siehste. Ja. Und bei Fortnite ist einfach, du hattest ursprünglich den PvE-Gedanken und dann kam PvP und. Ging durch die Decke. Das PvE ist einfach gestorben, weil daran nichts gemacht wurde, weil es niemanden interessiert hat. Und ich meine, das ist hier nochmal ein bisschen anders. Weil es hier auch nochmal so ist, dass einfach PvP gar nicht passend für die Welt ist, also weiß ich nicht. Das Wildlife, das passt dazu nicht. Ja, natürlich, mit der Impfung habe ich vergessen mit dir, alles klar. Mach das, hau dich hin und schlaf, ist das Beste, was geht, der Körper erholt sich am einfachsten, wenn du schläfst. Mach das, Zong, hau dich hin. Ruh dich aus, bis später. Achso, isst du noch Mittagsessen, na gut, bist du noch da, okay. Ja, aber was machst du dann? Dann lockst du Bären zu den Gegnern oder? Nee, du tötest ja die Gegner gegenseitig. Ja, aber das ist halt.
das sind so Faktoren, die passen nicht. Es ist halt einfach... Ich finde, es sollte immer weiter Missionen geben, immer wieder verschiedene, neue, bessere. Also, das war, so wie ich das jetzt verstanden habe, schließen Sie doch erst den PvE-Teil ab. Das heißt, Sie bringen die zwei DLCs noch raus. Und wenn Sie damit fertig sind, werden Sie das Spiel in PvP übergeben. Und damit bin ich völlig fein. Wenn das Spiel für PvE abgeschlossen ist, öffnest du die Schranken für PvP und damit bleibst du noch länger am Leben. Wenn noch 100 Missionen kommen, wo man ein bisschen farmen können und so und verschiedene Schwierigkeitsgrade und viele geile Ideen, PvE beste. Stero, was wollen Sie mit dem Produkt machen, wenn die DLCs raus sind? Sie haben schon gesagt, mehr als zwei DLCs wird Teil 2. Sie haben gesagt, die zwei DLCs Game zu sind Ende. Der Abschluss. Game zu Ende, fertig. Das ist was so ein Konzern. Wenn du mehr Geld mit was machen kannst, machst du nicht Ende. Und gerade wenn dann die Community noch kommt und regelmäßig. Aber dann sollen sie für den PvP nochmal zahlen, Season Pass oder was? Nee, warum? Zahlst du doch nicht. Ja, aber warum sollte das dann nochmal mehr Geld geben? Die Surfer, alleine die Surfer und alles, die verdienen mit an den Surfer. Ist bei Ark genauso. Was denkst du, die Surfer laufen über Nitrado, die bringen ja dann offizielle Surfer raus und auch Surfer für Privatleute. Und wenn du dir bei Nitrado für Ark einen Surfer mietest, verdient jedes Mal der Spielebetreiber mit. Das ja, Geld ist das echt so? 100%, ja, natürlich. Die müssen ja Lizenzen kaufen bei dem Spiel. Also die Surfer darf ja nicht jeder so, wie er will. Du kannst dir selber einen machen, aber die Surfer, die Nitrado hat, ja, die offiziellen, zum Beispiel, das sind offizielle Surfer. Und die müssen eine Lizenz kaufen bei dem Spielebetreiber, dass sie die Surfer betreiben dürfen. Ist das so lukrativ, oder was meinst du? Ja, sonst würden sie es ja nicht machen. Also ja, gut, die machen es halt damit, die Leute spielen können. Alles, was dir noch Geld gibt im Nachhinein, Keks, ist doch besser, als gar kein Geld mehr zu kriegen. Wenn man das Game abschließt, wie Zero jetzt sagte, dann hast du gar keine Einkunft mehr durch das Game. Außer Leute, die sich im Nachhinein noch kaufen. Ich finde, die sollten einen Ingame-Shop reinnehmen, damit ich mir... Vielleicht kommt das dann so raus. Nee, hör auf, das ist ein Scherz. Aber das passt doch halt nicht. Das ja, ist natürlich das passt das nicht, ich weiß, also, aber ich wollte Zero triggern jetzt. Ingame-Shop, go! Ja. Die komplette Idee, die ist einfach Müll, ganz ehrlich. Was machen wir? Ist es gleich nachts und dann haben wir den Wurm gefunden? Wir müssen dann pennen, aber wir können jetzt bestimmt Schlafsack durch den ganzen Tier. Sehr gut gesagt, ich gehe da geduldig ran und warte erstmal ab. Jetzt irgendwie groß zu meckern, man weiß doch noch gar nicht, wie sie es planen. Und wie gesagt, wenn sie erst das PvE abschließen, ey, danach können sie doch mit dem Game machen, was sie wollen. Also, ich finde es super, so wie es ist. Und wenn sie die Mission noch ein bisschen besser designen und noch mehr Missionen ausbilden, sowas wie mit dem Wurm, den wir jetzt jagen, finde ich saugeil. Also, dann reicht mir das. Ich kann mir nicht vorstellen, wenn du die beiden DLCs durchgespielt hast, Zero, dass es dich dann stört, wenn plötzlich zwei Wochen später gesagt wird, ab nächsten Montag gibt's Surfer mit PvP. Du bist da eh durch mit dem Game. Ja, aber die quatschen doch jetzt davon. Die quatschen jetzt schon drüber, natürlich. Sie müssen doch den Leuten, die danach fragen, jetzt Infos geben. Du kannst sie doch nicht einfach. Ja, aber die, wenn, so wie ich das gehört habe, arbeiten die jetzt gerade an Dedicated Servern und an der PvP-Performance und was weiß ich nicht alles. Sie arbeiten also an der Planung. Dafür. Kann sich jeder einen Schlafsack machen? So? Nebenbei? Sie haben ja klipp und klar gesagt, ich habe zwei gebaut. Okay, dann ich habe auch einen gebaut. Alles gut, dann passt es. Es wird jetzt noch nicht umgesetzt, Zero. Daran arbeitet keiner. Ja, das glaubst auch nur du. Yo! Dass da keiner dran arbeitet. Ja, man muss nicht immer so pessimistisch denken. Also. Guck mal, man sieht doch, dass fürs PvE kannst du dich doch nicht beschweren. Es wird doch genug getan im Moment. Es geht nicht unbedingt darum, dass das jetzt das PvE droht so stark drunter leidet oder was auch immer. Es geht einfach um den Fakt, das passt doch nicht. Komplett unnötig in diesem Spiel ist. Also wirklich, das ist, früher hat nie jemand nach irgendeinem Game PvP geschrien, was einfach kein PvP-Game ist. Also, wie gesagt, Wildlife alleine schon. Wenn du dir, vorhin wollte ich sagen, ich habe überlegt, welches Game das ist, bei Apex. In Apex gibt es auch Viech-NPCs, so kleine Monster, die da rumrennen. Die sind aber so designed für dieses Spiel. Die sind extra dafür designt, dass die in diesem Spiel rumrennen. Und die Tiere, die hier rumrennen, das ist doch
rein vom Design her, für eine Naturdesign, für PvE, für die Story, damit du Ressourcen hast, damit die dich angreifen. Stell dir doch mal PvP damit vor. Was? Mit den Tieren. Was? Das ist einfach, weiß ich nicht, also... Was hältst du denn bei Ark von PvP so? Ich kenne Ark nicht. Okay, kennst du nicht gut genug, ne? Okay. Funktioniert halt auch in Ark eigentlich sehr schwer gut. Der Wüstensturm-Mädels. Aber ist Ark nicht so designt gewesen? Oder ist Ark nicht PvP gespielt gewesen? Ark ist am Anfang auch... Hat er nie den Fokus auf PvP. Mach das Song, gut nächtlich, nur dich ein bisschen aus wegen deiner Impfung. Schlaf schön. Es war von Anfang an möglich. Und war auch dann von der Community das meistgeforderte. Auch dort war es so, dass die Community dann wirklich... Aber Ark war ja auch ein großes MMO, oder nicht? Nee, ist kein MMO. Es ist, ist genauso wie hier. Das Spiel, nur und mit Dinos. Eigentlich ist der Hauptfaktor von Anfang an gewesen, die Tiere zu zähmen und die sogar zu züchten und sowas alles. Aber die Community hat dann gesagt, oh, also krass. Ark sehe ich aktuell eher so wie WoW, nur mit... nee, ist es überhaupt gar nicht. Nicht. Mit, überhaupt nicht. Halt kein, das ist eher sowas hier. Server. Das ist genau wie das hier, nur mit Dinos. Ist einfach nur mit Dinos, genau wie das hier. Und dass du die Tiere dort zählen und kannst. Und dass du die Tiere, gibt es da speziell auch für PvP, dass sie halt irgendwelche Sachen machen. Das ist im Prinzip dasselbe. Dex hat auch wie ich 1000, das ist genau das wie hier. Das ist genau das Spiel wie hier. Und nur eben Survival Games haben sich leider dort sehr gut für PvP angeboten. Er hat Lost Ark im Kopf, glaube ich auch. Ja, Lost Ark ist ja jetzt was Nachfolger. Kann sein, Kate. Und WB. Das ist leider funktioniert PvP in Survival Games gut. Dein Gedanke mit den Tieren, das macht halt im PvP null Unterschied. Im PvP übernehmen die Tiere einfach den Ressourcenspender von den Ressourcen, die sie geben. Leder brauchst du halt, um dein Zeug zu bauen. Ja, Food und alles. Genau, ich bin gespannt. Ich sag dir jetzt, das wird nichts. Ich meine, das wird kein PvP-Spiel. Sag ich dir keins. Jetzt. Wir können in einem Jahr drüber reden und gucken, wer recht hat. Es ist einfach. Ja. Ja, wir wissen ja noch nicht mal, ob es in einem Jahr da ist. Das weiß ja noch keiner, wann die PvE-Deal ist. Dann eben ein halbes Jahr, nachdem es rausgekommen ist. Aber du hast selber gesagt, Seedo, ich mag kein PvP, ich will auch nie spielen. Ich bin ja immer PvE-only, auch bei Ark und bei allen Multiplayern. Dass das mit den Waffen schon nicht schlecht gemacht ist, oder? So. Das Waffending. Meinst du, das ist da im... Also, guck dir das mal an. Ich hitte seinen Kopf, obwohl ich ihn nicht mal abschieße. Ja, aber hast du den Zielsuchskill drin? Der Zielsuchskill alleine schon. Was ist denn das für ein Skill? Also, willst du den Skill-Tree jetzt für PvP übernehmen oder nicht? Wird der für PvP rausgeschmissen? Ja, aber ich hab den zum Beispiel drin. Das meine ich ja gerade. Der ist auch nicht... Wenn ich hier neben dich schieße, fliegt der Pfeil trotzdem vorbei. Ist ja nicht so, dass du zielsuchende Pfeile hast. Und ich habe direkt neben deinen Pfeil, neben deinen Kopf gezielt. Deswegen habe ich auch festgestellt, dass der Skill eigentlich useless ist. Weil der sucht. Wobei, da ist die Hitbox. Die Hitbox an den Beinen ist gut. Ich habe erwartet, dass ich dich hitte, wenn ich zwischen deine Beine schieße. Wie ist das. Bringt das nichts, oder was, das Autosuchding? Der geht nur manchmal. Auf große Distanz hast du manchmal den Effekt. Zieh mal bitte die Pfeile raus, das nervt in der Kamera. Du hast manchmal den Effekt, dass wenn du auf größere Distanz zielst, dass wenn das Tier dann moved, der Pfeil... Ah, irgendwie Wände dabei oder sowas? Was dabei? Wände. Nee, tatsächlich habe ich auch. Ich habe aber ich kann Holz. Doch, ich kann bauen. Ja gut, wie viel kannst du bauen? Ich kann... Komm mal her hier zu uns. 6 was bauen. Also... Ich kriege ein 1x1 CD. Mach ich schnell, oder? Und komme ich wieder zu euch, oder was? Ja. Ich mache mir da jetzt noch gar keine Gedanken. Ich habe auch noch Holz genug und alles. Wenn du nicht sagst, was fehlt, dann baue ich den Rest. Ich enjoy das Game so, wie es jetzt ist. Und das ist... Das tun wir alle, sonst wären wir nicht hier. Das ist einfach geil. Ich verstehe es aus dem Aspekt halt nur, und das wollte ich sagen. Ein Konzern wird immer probieren, aus seinem Produkt so viel Geld, stell dich rein, ich mach zu, so viel Geld wie möglich rauszuholen. Und wenn sich die Option wir bietet, können auch direkt oder. Schlafen. Gleich mit dem, aber nach dem Sturm würde ich schlafen. Aber wir sollten hier eine Tür reinbauen. Die Tür rein, wenn es kaputt geht.
Okay. Schlafen? Nee, nach dem Sturm würde ich erst, wer weiß, wie lange wir noch suchen. Aber es müsste ziemlich bald sein. Ich verstehe trotzdem komplett, was du meinst. Ich denke halt. Wenn die Leute das wollen, kommt das, weil es Money ist. Und dann hast du das perfekte Beispiel geliefert, dass das immer so ist, nämlich Fortnite. Wir haben auch gesehen, wir können viel mehr Geld machen, wenn wir da jetzt PvP gehen. Aber Fortnite hatte eine ganz andere Basis. Ja, das Fortnite hatte eine ganz, ganz andere Basis, also eine komplett andere. Wie sieht so wenig in Fortnite aus? Ja, in Fortnite hattest du halt, du hattest keine Welt wie hier. Du hattest deinen Hub. Und dann bist du da in irgendwelche Missionen reingesprungen und dann war da irgendeine random generierte Welt mit dem typischen Fortnite-Aussehen halt. Und dann hast du dort gegen Zombie-Waves gekämpft. Okay, cool. Und die Zombie-Waves wurden halt einfach nur reingespawnt. Du konntest halt dort irgendwie Ressourcen finden, halt genauso wie in Fortnite halt normal jetzt auch. Und diese Welt, diese generierte Welt, die haben sie dann halt einfach nur größer generiert, ein bisschen mehr Design reingeschmissen. Und so ein Battle Royale draus gemacht. Aber dort hattest du ja vom Spieldesign her eine ganz, ganz andere Grundlage, weil einfach die gesamten Mechaniken, die gesamten Elemente im Spiel anders funktionieren. Und du hattest wirklich viele, viele unterschiedliche Waffen. Ich meine, hier hast du auch coole Waffen, aber das sind halt keine PvP-Waffen. Aber weil hast du ja recht, so richtiges Battle Royale wäre super hier mit Fallschirm landen und so. Anstatt mit Fallschirm mit der Kapsel landen. Hast du ja recht, PvP beste hier. Überleg mal, was du an Waffen hast. Du hast einen Bogen und du hast nachher Schusswaffen. Die Schusswaffen, also beim Bogen gibt es keine unterschiedlichen Bögen, es gibt nur bessere oder schlechtere Bögen. Und bei den Schusswaffen, die sind dem Bogen auch, das ist kein, da ist keine Konkurrenz, das ist einfach was komplett anderes. Ich würde einfach Bogen-Only-Server also machen. Da müssten sie nochmal komplett neue Waffensysteme entwickeln, also komplett unterschiedliche Bögen und unterschiedliche Stile und vielleicht sogar wie Ark, also zwei unterschiedliche es gab ja auch Ark, so Ark hier Battle Royale, wie hieß das? Schlafen dann? Oder was? Achso, ja, können wir machen. Wie hieß es nochmal Ark hier? Survival of the Fittest, glaube ich, hieß das. Das war ein extra Battle Royale Modus in Ark. Dieses Bett erfordert mehr Schutz. Ah ja. Ja, weil die Tür offen ist. Kannst du noch hinstellen, Puffy, die anderen? Betten, ja. Jo. Weiß nicht, ob ich es jetzt richtig hingestellt habe. Wer kriegt man hier drei Betten rein und ein Feuer? Das Feuer kann vor der Tür stehen. Okay. Du brauchst nur die Tür offen lassen, dann geht's. Okay. GG. Nice. Ich dachte, die Tür muss zu sein. Aber durch das Feuer dann nicht mehr. Wenn du dich in so einen Stein reinklopst, reicht's auch, wenn du das Feuer daneben stellst. Okay. Hier, ich habe das jetzt mal rausgesucht nebenbei. Ja. In dem Front Suite. Wo die Fragen immer wieder gestellt wird, sehr dedicated servers planned, Fragezeichen. Mhm. Und da hat sich ein Admin dazu geäußert von dem Spiel, Community Managerin LSS Snowman will we allow hosted servers for PvP, PvP? Und da schreibt sie nothing planned yet, aber sie considern, also sie überdenken dieses Thema gerade. Und dass es in Meetings bereits darüber gesprochen wurde, der Community den Wunsch zu erfüllen. Aber sie sagt auch, das Ganze findet erst statt, wenn der PvE-Content abgeschlossen ist. Ja, das ist ja schon wieder eine komplett andere Aussage. Das habe ich aber vor uns doch schon gesagt. Das haben sie von vornherein gesagt, dass sie erst die DLCs fertigstellen und danach eher kommt. Nee, also bei mir ist nämlich angekommen, also ich habe schon vorgestern, keine Ahnung wann, da wurde irgendwas gesagt von wegen, es kommen der Dedicated Server, das hieß so von wegen auf jeden Fall.
Und als du dann meint... Die hören sich halt gegenseitig einfach nicht zu. Der andere hat gesagt, dass die Server kommen nur, wenn PvE vorbei ist. Die hören sich halt nicht zu. Gegenseitig hören sich einfach nicht zu. Soll ich leise machen einfach? Das ist ja was ganz anderes. Ja, aber das ihr hört euch gegenseitig einfach nicht zu manchmal, ne? Fufi hat von Anfang gesagt, PvP kommt nur, wenn PvE fertig ist. Genau. Jetzt, ja, das hast du, aber nach, ich bin halt von einer anderen Grundlage ausgegangen, weil ich von einer anderen Information vorher hatte. Mir wurde vorher gesagt, dass Dedicated Server kommen. Und dann, ja, auch, wenn du sagst, dass die das danach machen, wenn es heißt, Dedicated Server kommen auf jeden Fall. Das meinte ich nämlich mit dem, du gehst davon aus, dass sie nicht daran entwickeln. Die werden, wenn sie Dedicated Server definitiv machen, dann würden sie jetzt schon dran entwickeln. Wenn es aber heißt, wir denken drüber nach, ja gut, dann ist das eine ganz andere Basis. Das kann auch so eine Standardantwort sein, ne? Einfach nur so, um nicht das Nein zu sagen. Kann ja auch sein, so, hey. Ja, genau. Das ist halt. Ist vielleicht möglich. Wir wollen euch nicht direkt vom Kopf stoßen. Ja, genau. Und Nein wäre kacke. Das ist nicht diplomatisch genug. Steht jetzt noch, wo jetzt schon drüber nachgedacht wird, ist aufgrund großer Anfrage. Eventuell Paid Servers hosted by Providers zu bringen. Das heißt sowas wie Nitrado oder so. Aber auch wenn sie schon kommen, bevor die DLCs da sind, werden diese Server erstmal nur dazu dienen, damit mehr als 8 Leute den PvE-Content nutzen können. Also kommen die Server eventuell schon vorher, aber solange wie die DLCs nicht abgeschlossen sind, sind es nur PvE-Server, das damit du cool. mehr als 8 Leuten spielen kannst. Das wäre super, dann ist das. Echt? Dann. Weil ich überlege nämlich gerade, weil ich sehe das Spiel auch ehrlich gesagt nicht daran, mit mehr als 8 Leuten zu spielen. Also gerade Streamer wie Gex. Nee, aber ich will nicht die 8 Leute mehr, sondern ich will einfach, dass es ein Server ist. Performance, genau. Ich will auch nur mit 2 Leuten. Ich will einen Server haben, nicht mit 8, sondern mit 2. Das ist genau das, was sie schreiben. Darum. Sie das mit der Performance derzeit, sehe ich. Das mit der Peer-to-Peer-Hosting, genau. Was ist das eigentlich? Peer-to-Peer ist, dass du von Spieler zu Spieler direkt. Ja, das, im Endeffekt, dass eventuell, die PCs untereinander sich kommunizieren. Dass sie mit Servern die Performance gegenüber Peer-to-Peer steigern können. Ja, was für Peer-to-Peer ist jetzt? Einer hostet, der anderen joint. Und das andere. Und das, was sie dann schreiben, ist also, dass Server die Performance steigern können. Die genau. Performance sehe ich komplett. Genau, nur, aber nur dass das da mehr möchte als 8 Leute drauf, also das Argument mit von wegen mehr als 8 Leuten, das ist so. Wollt ihr da echt mit mehr als 8 Leuten rumzocken? Nee, ich will also, mit 2, 3 Leuten, das reicht. Wir haben jetzt mit 5 gespielt und ganz ehrlich, wenn wir mehr als 5 gewesen wären, wären echt einige Leute gelangweilt gewesen. Oder es wäre viel zu schnell fertig gewesen. Das ist, glaube ich, dann auch nicht für die Mission gedacht. Das ist vielleicht fürs Schönbauen oder sowas, wenn du da Bock drauf hast, so, aber. Ist vielleicht irgendwas. Dann, weiß ich nicht, ob du man dafür unbedingt. Ist vielleicht irgendwas so. beim Hügel oder so? Wo sind denn die Spuren? Die andere war riesengroß, so eine Spur am Boden. Das war so ein Strich. Ist hier vielleicht. Also, jetzt. Oh, was heißt irgendjemand hat's gefunden. Stehen bleiben, alle stehen bleiben und umgucken. Stopp, Ufi. Ich hab hier nichts. Ist das hier bei mir gewesen? Aber hier, wo ich bin, ist doch noch gar nicht gelb, oder? Ich hab's. Ja, eben. Was bei dir? Hier ist ein Stein, wo reingebissen wurde anscheinend. Oh, lol. Oder okay. Sich durchgebohrt wurde. Wo ist das? Das ist da... Ja, aber, wo bist aber, du denn? Ach, hier in der Mitte direkt. Wie gesagt, Zero. Und ich denke, damit sagst du jetzt auch, bist du fein. Wenn die den PvE-Content, und das schreiben sie ja, vorher abschließen, dann ist das danach einfach eine gute Option, noch mehr Geld mit dem Spiel zu machen. Und da ist das für mich völlig fein. Also ich will Dedicated Server für PvE. Damit es geiler wird. Damit wir auch dann, damit die Tiere spawnen, damit man auch vielleicht ein bisschen in der Ini optimieren kann, was den Spawn angeht, was die Mission angeht. So ein bisschen mitwirken und eigene Missionen machen vielleicht so. Und so ein bisschen... Why not? So haben wir doch letztens schon gesprochen hier. Das wäre doch cool. Dass ich euch einfach mal eine Aufgabe gebe übers Wochenende, ja hier, macht das und das und dann machen wir so ein Projekt mit 4-5 Leuten, hey, wir stellen das her. Why not? So Customs halt, ne? So, und hier steht auch wieder von Elisa, was sie auch diese Woche in die Fragen aufgenommen haben, was derzeit geprüft wird, ist Mod-Support.
Den prüfen sie derzeit, ob sie eventuell eine Mod-Sektion freigeben für das Spiel. Ja, das sehe ich auf jeden Fall. Das wäre geil. Ja, aber das macht auch nur mit Surfern Sinn. Ja, das... Ja, doch, sonst müsste der... Ach, das nur mit Servern Sinn? Ja, weil das über Surfer meist gesteuert wird, ja. Das müssen ja alle dieselbe Mod-Version und alles dann haben. Das hat aber nichts mit Servern zu tun. Da gibt es ja genug Games, die das auch haben und wo keine Server sind. Ja, aber das lässt sich über Surfer besser managen. Weil du dann die Mods auf dem Surfer installierst und wenn du dann joinst, ist der Client automatisch auf den Surfer patcht und sich dem Surfer anpasst. Natürlich wäre es einfacher, aber es muss halt nicht sein. Aber es gibt genug Games, die das nicht haben. Also Problem ist halt so mit der Performance. Wenn du noch Mods drauf hast und der Host muss diese Mods und alles verwalten und laden, ist halt scheiße in der Server. Wenn die offiziellen Server kommen, wird es, wie es aussieht, G-Portal, weil hier geschrieben wird, dass eine Prüfung, ob das möglich wäre, die Verwirklichung derzeit Gespräche mit G-Portal getätigt wurden. Meistens suchen die sich einen Partner. Hat ja Ark auch so gemacht. Der offizielle Serverpartner ist Nitrado für Ark. Ja, aber es gibt halt alle anderen, die es machen, halt auch. Das ist ja. Ja, aber die haben ja gesagt, vorerst, das ist auch eine Frage, ob private Server kommen, und das habe ich ja vorhin schon vorgelesen. Es werden, wenn Server kommen, vorerst nur Partnered Paid Server kommen. Das heißt, erstmal nur welche, die mit einem Partner in Verbindung stehen, und das scheint G-Portal zu werden. Wenn es kommt. Wie gesagt, es steht noch nicht fest. Ja, das ist alles zu viel Rätselei, was wir hier machen. Aber wir sprechen ja mehr oder weniger so ein bisschen aus Erfahrung wegen anderen Spielen, aber wissen tun wir ja gar nichts. Von daher zu viele die offene. Dazu. Was hast du gefunden? Ach so, und diesen. Boah, was hat denn der gefressen, ey? Wo bist du denn? Was hat denn der gefressen, ey? Der Typ. Ein Elefant. Ach, das soll ein Elefant. Das sind zwei Elefanten. Mammut, okay. Oder sowas, ja. Ich wollte gerade sagen, hä, was ist das für ein Monster? Es scheint halt nicht von Anfang an so geplant zu sein. Und jetzt prüfen sie halt... Tierkadaver. Töte ein Tier und berge diese Leiche und tust das neben die Höhle, dass man das spawnt oder was? Ah, musst du tragen, das Tier, also dahin. Wo? Das heißt, Zebra oder sowas dahin schleppen. Wow, okay, geil. Das ist geil gemacht, feierig. Ja klar, also muss man ja. Die Mission hier bockt richtig. Die letzten Missionen sind alle besser gedesignt, habe ich das Gefühl. Ihr seid übel weit weg, oder täuscht ihr? Na, sind nicht alle zusammen? Doch. Wo bin ich denn? Ich weiß nicht, ich... Achso, da seid ihr ja. Ich wollte mal dieses Ding auch sehen, aber ich find's nicht. Da oben, glaube ich. Abwarten, Tee trinken, das schon alles. Ja. Zu viele Spekulationen machen noch den Kopf kaputt. Ja, eben. Deswegen es kommt bestimmt anders, von daher ist es ja okay. Die bringen kein PvP, kein PvE, sie bringen PvP, PvP, PvE Server. Mhm. Gibt's doch auch hier. PvE. Ich könnte mir das halt schon vorstellen, Gags den ganzen Tag in den Kopf zu schießen. Ja, wenn ich AFK bin, kannst du es gerne machen. Kämpfst gerade mit einem Bär und dann kommst du von hinten. Oh, schade, Pfeil im Kopf. Deswegen halt grad, was der Inhalt von dem PvP sein soll. Deswegen habe ich so gar keinen Bock drauf. Ist das dann so Battle Royale-Style und du bist dann von der Map runter? Oder ist das dann eher das, so ein Das wäre doch perfekt hier. Wo du dann irgendwie deine Base verteidigen musst, aber beides ergibt nicht so richtig Sinn. Also Battle Royale wäre doch best, oder? Einfach mit den Kapseln alle runter und landen dann und dann random und dann wäre überlebt. Das hört sich eigentlich noch am sinnvollsten an. Ganz wild, ja. Ich weiß nicht, irgendwie dafür kommt passt der Tech halt nicht so richtig. Ich denke, dass das eher Base-Build so wie ein Ark wird, dass du dann eventuell noch Tribes aufmachen kannst. Also sprich, Leute in den Clan inviten kannst. Ist die Map dafür groß genug? Ja. Also Ark hat ja, bei Ark gibt es auch kleinere Maps, ja. Auch größere, nicht. Aber auch kleinere. Alles die mögliche. Die Map darf nicht zu groß sein. Bei PvP musst du immer dran denken, du musst die Leute auch finden. Weil PvP findet nur dann statt, wenn ich auch jemanden finde zum Töten. Deswegen Battle Royale. Und geht immer wieder mal kleiner. Findest du halt keinen, den du umbringen kannst.
Wir haben schon also, ein Riesenproblem, kann das sein, hier sind schon wieder keine Tiere, oder? Ja, wir brauchen Zebra oder so. Mich hat das genervt in Ark, also ich werde es noch nie gespielt, aber ich würde das nerven, wenn ich ein Tier zähme und, da, und dann halbe Stunde, Stunde neben dem Tier warten muss, das ist ja okay. Und dann kommt einer und tötet mich. Und dann ist die ganze Scheiße umsonst. Manchmal muss man auch 4-5 Stunden warten, bis man was zähmt, je nach Geschwindigkeit vom Server oder so. Kannst vergessen, ich mache nie wieder. Ich muss ja ehrlich sagen, ich habe es irgendwo gefeiert, wo ich es gespielt habe. Es hat schon irgendwo, das klingt jetzt assi, Bock gemacht. Wenn du jemanden gesehen hast an einem T-Rex, der zähmt den, und du hast gewusst, der dauert jetzt ungefähr eine halbe Stunde oder eine Stunde, bis der fertig ist, und kurz bevor der fertig war, hast du ihm einfach den Tame versaut, weil du dem T-Rex immer in den Kopf geschossen hast. Ja, aber der wartet ja nicht nur eine Stunde, der wartet ja 12 Stunden vielleicht. Nee, und mit Schichtwechsel, mit allem, je nach das so gut. Nee, ja. Da war das ja increased. Magst du deinen Gags zweimal disconnecten? Ich glaube, das ist schon wieder irgendwas. Dass der zu weit weg ist, meinst du? Mit den Sohnen, irgendwie andere Sohnen geladen. Ja, wir brauchen halt ein Tier. Das was heißt hast du eigentlich gegen den? Ja, der macht das, kann die Tiere spawnen. Das glaube ich nicht. Das wirst doch, du. Das glaube ich schon. Das genau du bist das. Aber wir haben jetzt keine Antigift und so gemacht, ne? Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Ja, wenn nicht, dann halt nicht. Ich will nicht sterben. Ich hänge an meinem Leben. Ich hab den Pixel-Charakter lieb gewonnen. Das kann doch nicht sein, hier muss was, irgendwas. Was machst du ein schönes Kate? Oh, das gibt was zu essen. Gibt's bestimmt was übel Leckeres. Oh. Okay. Foto wäre geil. Das freut mich immer. Der ist noch online oder nicht mehr? Ich hab wieder reconnected. Also einfach ausgeloggt? Nee, ich meine komplett einmal draußen lassen, vorübergehend. Hä? Ja, der kann ja. Er will ihn loswerden. Ja, dem muss. Wenn er direkt wieder drin ist, dann wird das Game höchstwahrscheinlich nicht die Zone clearen und irgendwie die Tiere da drauf schmeißen. Er will, dass vermute der Bereich nochmal nicht gerendert wird. Der Bereich muss gelöscht werden, damit alle Tiere hier spawnen, vermute ich mal. Das ist. Die logischste Variante. Das ist halt nichts, ne? Ja. Nicht normal. Das hatten wir sonst auch nicht, wenn wir zu dritt oder viert gespielt haben. Kann man den Zebra überhaupt tragen? So, zack, Tiere sind da, da ist das erste. Ja, also ist es das Problem. Also es wirklich müssen alle Spieler in dem Renderbereich sein. Aber auch doof, das was wir noch ändern müssen. Ja. Hat er den Spinat gemacht? Oh, das ist auch geil. Ich meine, das jetzt kriegen sie vielleicht mit Servern geregelt, aber. Aber jetzt ein Tier? Eins reicht doch. Ja, gut, wenn ich es nicht gehäutet hätte. Ha! Das ist gut, Vollidiot. Ja, gut, aber wenn jetzt hier eins gespawnt ist, wird der bestimmt mal irgendwie mit dem nächsten zweites spawnen oder so. Du meinst es echt, weil der ausgelockt ist? Der war ja da mal draußen, das ist sofort gespawnt. Ich guck mal, ob ich hier irgendwo jetzt. Wahrscheinlich ist das auch gespawnt, weil du zwischendurch kurz ausgelockt bist oder irgendwas, aber. Oder vielleicht auch einfach so random gespawnt, aber. Ja. Ich hatte gehofft, dass da jetzt mehr spawnen. Können wir einen Elefanten zu dritt tragen? Hallo. Ich hab einen Knu. Kann ich einen Knu tragen? Knu ist tot. Ich hab ein Schwein, das kann man auf jeden Fall tragen. Boah, mit Backen, Käse schmeckt alles. Oh, ein Knut darf man nicht tragen. Wo muss das hin? Finde den Weg. Du sollst das dorthin locken. Da hinlegen irgendwo. Ja, hier wo der Sand ist. Kommt mal her. Ja, ich muss zurückrennen. Dauern, kurz. Oh, ich bin jetzt so gespannt, ne? Wie viel's braucht. Das wird jetzt wild. Soll ich mal die. Erstmal die Knochen fallen. Oh, das hat schon. Das war schon zu dicht dran. Okay. Und ja, gut. Ich muss mal über weit laufen. Da ist er. Prepare to fight. 3, 2, 1. Fight. Geil, Mann. Hey, ich hab keine Pfeile. Wenn es keine Pfeiloptik jetzt hat. Weiter. Meine Pfeil. Ding ist so. Ja, wie weit waren das weg?
wenn du dich packen würde, wär's total geil. Wenn ich dann hochnehmen würde. Ich kann halt nur auf seinen Körper schießen, ne? Hat er dich? Haben wir ihn gestunt? Ich glaube, wir haben ihn gestunt. Okay, geil. Als ein Kleiner, das finde ich cool. Boah, Leute, du leuchtest total laut, der Klasse. Klasse so. Sandwurm. Richtiger Steinwurm. Aber wenn man dicht an ihn dran ist, braucht man halt auch das Gegengift nicht, weil er halt immer zugreifen will. Wow! Down. Was? Einfach! Alter, der hat ihn gewone-shottet. Ja, natürlich hat er mich gewone-shottet. Ich wollte mal riskieren, weil dich hat er doch auch immer wieder. Ich dachte, dich hat er auch immer wieder. Ich will mal testen, was passiert, wenn ich so nah reingehe. Bei dir, okay. Ich halte mich dann kurz. Wie geil, Mann. Total cool. Super. Lass mal eine Anaconda, hast du recht hier. Haben wir irgendwie so einen Lebensbalken? Nee, oder? Nee. Also musst du aufpassen, du darfst halt nie getroffen werden. Jetzt kommt er. Bis dann. Also? Ja, da muss man, wenn er so auf dem Boden ist, muss man mit dem Messer rangehen. Das ist am effektivsten. Hyäne hinter uns, oder was? So, ich mach dann auch mal mit. Bist du denn immer nicht da, oder was? Boah, ich bin halt so verstößig. Weil hier irgendwo Tiere waren. Ja, aber so kannst du nicht, okay. Mein Pfeil, mein Bogen ist halt gleich kaputt. Das ist das Problem. Yo! Spawn doch in meinem Gesicht! Das ist doch geil! Mach da was? Jetzt. Hier geht runter. Ja, wo ist er denn? Jetzt laggt er. Ja, weil da vielleicht laden wir. Schon da? Harvesten? Wow, wie krass das ausschaut. Lass uns erstmal schauen, wie es ausschaut. Heftig hier. Schauen wir da oben drauf. Ist nicht geklippt, oder? Ist nicht kein. Nee. Richtig schöner Steinsandwurm. Cool. Mehr davon. Schon geil, oder hier, Zong? Das sind aber keine Hyänen, das sind irgendwelche Wildhunde oder irgendwas. Das ist doch eine Hyäne, natürlich. Das ist doch keine Hyäne. Ja klar, die sind eine Hyäne sonst auch. Zeig mal. Klar ist das von den Hyäne. Beinen her kommt's hin, aber vom Kopf. Der Kopf und auch. Körper nicht. Klar, Hyäne. Doch. Bisschen klar, Hund. Ist das eine Hyäne. Hyäne sehen anders aus. Google mal nach einer Hyäne. Die hat ein viel zu schmales Gesicht dafür. Da ist sie halt abgemagert in der Wüste. Wow! Hat halt immer jemand die Tür zugeschlagen, als die dazwischen stand. Ja, ist aber ist cool. Hyänen haben auch einen viel, viel buckligeren und breiteren Körper. Ja, vielleicht ist das Design der Hyäne urheberrechtlich geschützt. Mussten sie bitte verändern. Das könnte sein. Ist eine Hyäne ins Büro gekommen und hat gesagt, ey, Copyright. Sieht eher aus wie so ein Wildhund, irgendwas oder sowas. Art. Schön. Also, der hat nie geschossen, oder? Weil wir einfach zu nah dran waren, oder was? Ja. Darum brauchen wir das Gegengift nicht. Ja, mehr solche Bosse wären cool, ja.
So, und jetzt war jetzt, nach Hause laufen. War jetzt auch nicht so stark der Boss, aber ist egal. Jo. Das ist egal. Die Präsentation jetzt war okay, sprinten. Das passt. Der Weg dahin war okay. Mal sehen, ob wir es noch schaffen, dass wir nicht nochmal pennen müssen. Bis Häme. Bis Häme? Nach Hause. Fuffi nach Hause telefonieren. Die Wüste allgemein gefällt mir sehr gut, auch mit den Oasen und so. Aber der One-Shot war geil, hat mir gefallen. Der war cool, ja. Schon mal vorher wärst du alleine gewesen. Ja, vorbei, Hardcore. Hab ich gleich was draus gelernt. Werde ich nicht alleine machen. Ja, macht man einfach nicht. Macht man einfach nicht Hardcore alleine. Denn natürlich kann man gut spielen und das. Man kann ausweichen, aber kann immer irgendwas passieren. Irgendein Lag. Ich wollte gerade sagen, Lag, Internet kurz weg. Wie lange ich gebraucht habe? 100 Mentes. 163 Stunden. Oh, du warst schon so viel. Ja, ich spiele entspannter, du rushst ja. Wie viele Stunden habe ich jetzt eigentlich in dem Game? Ich bin Level 10 und das war gefühlt schon ewig. Level 10 schaffst du doch sofort. Paar Minuten. 4 Minuten. Ich bin bei 156 Stunden. Einfach Fahrsonsam. Fahrsonsam, ein bisschen, keine Ahnung, einfach Spiel spielen. Bäume, Erze, Tiere, Stunden. Fasern. Keine, weiß ich nicht. 2 Stunden vielleicht? Level 10, oder? Geht doch. Schafft man doch. Ja. Sogar. Was hast du denn gemacht? In der Zeit. Also, ich habe so in Erinnerung, aber ich habe halt, wie gesagt, schon viel Zeit. Ich habe auch viel gefarmt durchs Farmen. Das Kloppen von Erzen, von Steinen, von Bäumen, von Tieren töten. Und Tiere immer kirschen, dann das bringt nochmal XP. Wo sieht man eigentlich mein Level, weil ihr das immer sagt? Wo steht das, wenn ihr reinkommt? Achso, wenn ich I drücke, oder? Ah, erwischt habt ihr mich. Erwischt habt ihr mich. Ich dachte gerade, wo ist mein Level? Ich bin heute Level 50 geworden. Yes! Wisst ihr, was ich mir jetzt gleich hole, wenn wir wieder auf dem Planeten sind? Weg vom Planeten. Na? Den Speer, den ganz großen. Echt? Oh, ich will den ausprobieren. Ich will den ausprobieren. Wozu ist denn das Game da? Einfach testen. Einfach testen, eben. Hast du den normalen Speer schon ausprobiert? Also den Stahlspeer oder sowas? Nö. Ich lass mich einfach überraschen. Achso, ich dachte, dass du das erstmal testest, um ein Gefühl zu kriegen. Ja, ich würde dir ganz ehrlich empfehlen, bevor du den kaufst. Ich hab den schon freigeschaltet, schon zu spät. Okay. Ja, gut, dann ist es zu spät. Nee, weil. Ich sollte einfach testen. Speer ist irgendwie cool, aber funktioniert nicht gut. Ich hab halt reingeguckt und ich finde. Ist aber echt, also dieses Level, was ich jetzt hier habe. Ist jetzt, weil ich nur den einen Char spiele und die anderen spielen schon mehrere Chars, die haben mehrere Chars. Und wenn du alles von anderen zusammenrechnest, haben die viel mehr Level als ich. Und ich habe halt entspannt, gemütlich gespielt. Wenn du halt konsequent die Mission machst, die Tiere tötest, ganz viele von auf dem Weg und auch viel Farms und so, ist es eigentlich gar nicht so viel. Also, die 10 Level fühlt sich vielleicht am Anfang ewig an. Was ich jetzt bei mir nicht mehr weiß genau, aber eigentlich ist 10 Level eigentlich ganz okay. Ich war nach der ersten Tutorial-Mission war ich 15. Ich habe halt ewig da lang rumgemacht. Wir haben alles mögliche aufgebaut. 15 Level habe ich gemacht in der ersten Mission. Und ich glaube in der zweiten 5 bis 7, ich bin mir nicht sicher. Das ist doch okay. Das passt doch wunderbar. Einfach dahindaddeln, das Spiel spielen, einfach machen. Das ist okay. Hast du genau richtig gemacht. Mach's weiterhin so und dann hast du Spaß. Egal, wenn andere für 10 Level 2 Stunden brauchen, andere brauchen 30, du brauchst 10. Scheißegal. Mach's genauso weiter. Ganz entspannt. Mhm.
Einfach fühlen, rumlaufen, die Mission machen, ein bisschen Tiere töten, ein bisschen was bauen. Versuchen zu überleben mit der Luft. Mit dem Essen, mit dem Trinken und so weiter. Sehr geil. Bogen und Schusswaffen geskillt sind und irgendwo wir steht noch ja einer in der Ecke. Wir können ob wir das Mammut mal machen gehen auf Markt. Ja, dann ist ja okay. Dann ist ja okay. Mammut-Tänke. Das ist das Mammut-Tänke. Das wird, glaube ich, nichts. Besten, wenn ich umfalle, hält mich einer auf. Siehst du dir Plattenrüstung an, oder was? Wobei, du könntest 3 Hits sogar aushalten. Mit 3 Hits ist es machbar. Mit 2 Hits wäre es, glaube ich, zu viel. Ich halte ja 50% mehr aus. Wegen? Der Speer-Tweet. Wenn du auf den Speer-Tweet skillst, anstatt auf Bogen, da hast du halt Nahkampfschaden-Reduction drin und so. Das wäre so geil. Aber nicht, gibt's nicht was anderes außer Ding? Gibt's nicht Messer-Tree? Aber beim Messer hast du, glaube ich, eher sowas wie... Da hast du aber keine Damage-Reduction drin. Das ist ja doof. Stun, Blutung, Insta-Kill also Tank und wird sowas. Nur der Speerkämpfer. Das Messer ist eher so Schurken-Style. Ich würde das halt so gerne alles probieren, ne? Aber ich mache mir jetzt nicht 7 Charaktere. Einmal für Bauen, einmal für Speer, einmal für Messer. Ich weiß nicht, ich würde das so gerne probieren. Ich hätte noch so viel Lust und Ideen, was ich mit dem Spiel machen können und würde. Verschiedene Missionen mit verschiedenen Talenten. Einfach nur zum Probieren, die verschiedene Art und Weise. Aber, nee. Aber ich habe jetzt den Char hier, weil wie viele Missionen habe ich denn gespielt? 4? 5? Wobei ich aber gar nicht, der andere Account steht ja immer nur rum. Aber du kannst doch mit dem Account, den du gerade hast, ja, eh nichts mehr leveln. Was macht denn das für einen Unterschied, wenn wir Mission machen und du sagst, du kommst einfach mit einem anderen mit? Ja. Weil der, den du jetzt hast, der hat schon alles erreicht. Du sammelst nur noch mehr Punkte an. Die XP, die du jetzt sammelst, sammelst du ja eigentlich für... Das ist, seit 40 ist eh scheißiger, ja. Ich weiß aber... Ich weiß ja nicht, was ich probieren möchte. Ich möchte dann... Erst mit dem Messer dann probieren vielleicht. Dann nächste Mission möchte ich mit dem Speer testen. Also das ist ja, halt aber du probierst jetzt gar nichts. So könntest du wenigstens ja mal was probieren. Das finde ich nicht schlimm. Ich sehe es ja, was ihr halt macht. Komplett auf Messer und... war ja nur ein Vorschlag. Komplett auf Speer. Anstatt XP in die Luft zu sammeln. Also ich müsste nur 40 Level leveln, dann hätte ich das vielleicht, was ich wollte. Aber hätte ich aber die Sachen, die ich jetzt habe, dann nicht mehr. Die würde ich vermissen, glaube ich. Deswegen würde ich halt mir nicht getraut. Wisst ihr? Ja, das, was ich jetzt habe... Ich werde den Bogentree und den Stun auch vermissen, aber... Wollte ich gerade sagen, anders. Ich würde vielleicht den... Ich würde vielleicht den skillen erstmal als Spaß. Das ist schon wir geil. Wir spielen ja eh immer in der Gruppe. Zero hat den Stun bei seinem Main eh dabei. Hm. Und selbst wenn wir ihn nicht haben, mich reizt der Speer-Tree. Ich habe noch keinen gefunden, der das... Alle sagen nur, Speer ist nicht gut. Ich kenne aber niemanden, der wirklich mal da reingeskillt hat. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das so kacke ist. Und wie, und Messer ist nur mehr so Schocksal, sagst du aber. Was ich manchmal ja, das Problem habe mit dem Messer, dass, wenn die Tiere um mich herum sind, 2-3 Stück oder so, wie vorhin beim Schweinchen, dann boxen die mich her, ich komme gar nicht dazu zuzuschlagen, weil die hauen mich dann bis der ausholt, holt, wenn ich nicht genau dann zuschlage, wenn das Tier vor mir ist, bin ich halt auch tot. Gibt's da nicht irgendwelche, dass man sich ein bisschen ruhiger verhält oder nicht so gestunt wird oder so? Beim Messer hast du Lähmung, Verstohlenheit, dass du sofort häutest beim Killen. Wie beim Killen? Ach so, lol, okay. Du hast 20 Durchsangschance Kreaturen sofort zu häuten. Das ist krass. Was aber auch kacke ist, wenn du dann ein Tier killst, tragen willst. Was du eigentlich wegtragen willst. Ja, genau wie mit diesem einbauenden Stein, wenn du halt dann automatisch abbaust. Ja, du kannst halt leider bis Level 40 kannst du, hast du Talentpunkte, nachher kriegst du keine mehr. Deswegen musst du dich echt da entscheiden hier, Mantis. Wenn du mit May zusammen spielst, vielleicht ein bisschen absprechen mit ein paar Kollegen. Ansonsten kannst du ja insgesamt 3 Chars machen und einiges testen. Weil Zero, genau was du angesprochen hast, interessiert mich eben. Dass man mal, es ist ja, die Entwickler sagen immer wieder, das Game ist nicht für Solo gedacht. Es ist für Gruppenplay. Und deswegen, der Speer-Tree mit Damage Reduce im Nahkampf und alles, der ist doch 100% dazu da, dass du der Gruppentank bist. Dass du der bist mit dem Speer, der reingeht. Das, ja, aber die Agro-Verteilung ist in dem Spiel nicht so wie in anderen Spielen. Der Agro ist das Ping-Pong. Aber die Agro. Also klar, die Viecher würden bestimmt trotzdem nochmal auf dich vielleicht chargen, aber wenn du dich richtig vorstellst... Ich denke, wenn die Tiere einmal jemanden attacken,
dann bleiben die bei dem. Die Bären haben eigentlich nur die Akku geswitcht, wenn du zwischen den... Eben, weil wir sie immer kein... ...dazwischen standst. Jein. Oder also weiter weg stehst. Ich war... Also, Enzo war auf bei einem Bär und ich war 50 Meter weg und der kam zu mir. Ich habe nie den Bär irgendwas berührt. Dann kam er wieder zu ihm und dann Bär, zu mir. Der Bär hat Enzo nicht hitten können. Das meine ich. Wenn die Tiere einmal jemanden hitten können, weil er nicht wegrennt, sondern die Schläge nimmt, dann hittet ja, der Bär so lange drauf, bis der entweder umkippt oder... Du kannst ihn aber nicht ewig tanken. Du kannst ihn aber nicht ewig tanken. Tiere haben keine random Akku. Das, was ich denke, also, was mein Gedanke dabei ist, an sich,